Ruth Heinze lebt mit ihrem Ehemann Michael und der 15-jährigen Tochter Mia am Rande von Berlin. Während Michael Karriere als Unternehmensberater macht, kümmert sich Ruth um den Haushalt. Das Liebesleben ist dabei auf der Strecke geblieben. Doch heute erwartet die Hausfrau eine Überraschung. Schatzi, kommst du mal bitte? Ich hab hier was für dich. Ja, hallo. Tada! Ich dachte, wir machen uns heute mal einen ganz besonders schönen Abend, wo die Mia noch bei ihrer Freundin schläft. Mhm. Unterwäsche? Ja. Das ist ja mal eine Überraschung. Ja, Schatz, nicht die Einzige. Spring mal schnell rein, ein gutes Stück. Ich warte im Wohnzimmer auf dich, ja? Okay? Jetzt kannst du es wohl gar nicht abwarten. Zack, zack. Hm? Was ist denn mit ihm los? So kenne ich meinen Mann doch gar nicht. Schenkt mir hier so ein sexy Fummel. Das macht er sonst nie. Aber ich werde es jetzt einfach mal überprobieren. Ruth freut sich über das Geschenk und vor allem über Michaels wiedererwachtes Interesse an ihr. Doch die Freude währt nicht lang. So, Prösterchen, ne? Prösterchen. Prost. Prost. Wer ist das? Schatz, Überraschung Teil 2. Habt ihr doch gesagt, du kriegst dann eine zweite Überraschung. Nur und da habe ich mir ausgedacht, wir machen einfach mal einen schönen Partnertausch. Was hältst du davon? Ist doch eine geile Idee, oder? Partnertausch? Ja. Wie bitte Partnertausch? Was ist denn das für ein Mist? Ach komm, sei doch nicht so spießig, ehrlich. Ich meine, das lockert doch die ganze Sache auf und macht einen riesen Spaß. Du wirst es sehen. Einfach mal ausprobieren. Weißt du nicht, wir hätten darüber vorher was sprechen sollen, anstatt hier irgendwelche Leute einzuladen? Was heißt denn hier irgendwelche Leute? Pass mal auf. Ich meine, Überraschung ist ja dazu da, dass es eine Überraschung bleibt, ne? Und jetzt hör mal auf zu zicken. Wir beide haben jetzt auf jeden Fall jede Menge Spaß. Und zwar eine Treppe höher im Schlafzimmer. So. Und das Schlafzimmer, wenn wir schon mal dabei sind, ist für dich gestorben. Volker, ich wünsche dir ganz dolle viel Spaß. Merci. Immer weg, ne? Komm, keine falsche Scham jetzt. Wir trinken ein Glas Sekt zusammen, komm. Nee, ich glaube nicht, dass wir beide ein Glas Sekt trinken werden, ja? Das glaube ich jetzt aber nicht. Das kann doch nicht sein. Partnertausch, ja? Was ist das denn für ein Mist, bitteschön? Was hat sich denn Michael Lender überhaupt ausgedacht? Ich glaub das hier alles nicht, ja? Oh, ich muss hier raus und jetzt komme ich doch noch nicht mal an meine Klamotten da oben ran. Ich hoffe, das geht nicht. Völlig überfordert mit der Situation ist Ruth zu ihrer besten Freundin gefahren und hat unter Tränen berichtet, was vorgefallen ist. Nachdem Doreen ihr ein paar Anziehsachen geliehen hat, will Ruth Michael zur Rede stellen und die ungebetenen Gäste aus dem Haus befördern. Oh, hast du Verstärkung mitgebracht, ja? Mhm. Auf, sag's ihm. Ich möchte ja, dass du diese Tussi hier rausschmeißt und diesen Typen gleich mit. Kannst ja richtig gefährlich sein. Komm, lies es von meinen Lippen ab. Vergiss es. Ich möchte echt mal wissen, was in deinem Kopf vorgeht, ja? So ein Partnertausch, ich möchte das nicht. Hast du mich verstanden? Was ist das für eine Idee? Du kapierst das einfach nicht, oder? Dein Arsch, der sieht aus wie eine Kraterlandschaft. Du bist blöd wie 10 Meter Feldweg. Und deine Langeweile, die kotzt mich einfach nur an. Jetzt kannst du ja eine Landpomeranze unter den Arm klemmen, dann könnt ihr euch hier verpissen, ganz einfach. Hier kommt keiner mehr in das Haus. Hier wohnt ab sofort Sina, ganz einfach. Ich glaube, du spinnst. Du hast es doch nicht alle. Was hast du denn genommen? Du kannst doch nicht so mit deiner Frau reden. Ey, das also, ist ja wieder du geile Schnitte. Sie verlassen hier jetzt erstmal mein Haus, haben Sie mich verstanden? Und du, ja? Ich musste mir von Doreen Klamotten leihen, damit ich überhaupt irgendetwas anhabe. Ich möchte erst mal rein und meine Sachen holen. Das interessiert mich überhaupt nicht, ob du irgendwas anhast oder was du anhast. Ist mir scheißegal. Du kommst hier nicht mehr rein, ganz einfach. Und jetzt hau ab, Mann, Sina wartet. Verpfeift euch. Micha! Micha, mach die Tür auf! Ich glaube, der spinnt. Ich glaube das nicht, ja? Das ist denen sein Ernst. Ich fürchte das auch fast. Das kann ich wahr. Heftig. Was mache ich denn jetzt, Doreen? Als allererstes kommst du mal mit zu mir. Und dann besorgen wir dir einen Anwalt, und zwar einen richtig guten. Freundin von mir hatte neulich eine echt gute Anwältin. Ja. Machen wir morgen gleich einen Termin. Ist der jetzt völlig durchgedreht oder was? Ich glaube das hier alles nicht. Der schmeißt mich aus dem Haus, ja. Wie den letzten Dreck. Und an unsere Tochter. An unsere Tochter denkt er doch überhaupt nicht. Ich glaube das alles nicht. Nach einer schlaflosen Nacht auf Doreens Couch hat Ruth am nächsten Morgen einen Termin bei Rechtsanwältin Katrin Rüttler. Die Juristin wird der 41-Jährigen in der kommenden Zeit zur Seite stehen, denn Ruth will ihr Zuhause nicht einfach kampflos aufgeben. Also Sie haben mir die Situation ja geschildert und ich kann das natürlich sehr gut verstehen, dass Sie quasi unter Schock stehen. Ja? Aber sehen Sie, selbst wenn Ihr Mann Sie ganz schnell durch eine andere Frau ersetzen möchte, haben Sie als Ehefrau natürlich gewisse Rechte.
Und zuallererst erstmal gehört dazu, dass er Ihnen die persönlichen Sachen herausgibt. Ja? Haben Sie ihn dazu schon aufgefordert? Wissen Sie, das war doch überhaupt nicht möglich. Der hat mich einfach rausgeworfen, ja? Und das nach 17 Jahren Ehe. Also er meint es ernst? Ja, davon können Sie wohl ausgehen. Der war so eiskalt. Ich verstehe das nicht. Aber ich sehe das richtig, dass Sie in dem gemeinsamen Haus bleiben möchten, ja? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Nur diese Sina, die muss da raus. Ja, wie sind denn die Eigentumsverhältnisse geregelt? Ja, also das ist so, er hat natürlich das Haus finanziert. Aber wir stehen beide im Grundbuch. Das heißt, jedem von uns gehört doch die Hälfte. Genau, das ist richtig. Also sehr positiv, dass Sie beide im Grundbuch stehen. Ja, also ist das auch so, dass Ihnen 50% des Hauses gehören? Ja. Ja. Wie ist es denn mit Ihrer Tochter? Sie möchten doch sicher, dass sie bei Ihnen wohnt, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall. Wissen Sie, ich hab mir überhaupt noch gar keine Gedanken darüber gemacht, ja? Ich bin jetzt getrennt. Das läuft alles ab wie ein Film bei mir. Mia kann doch gar nicht bei ihrem Vater bleiben. Der ist doch überhaupt nicht zurechnungsfähig. Und wer soll er Mia erziehen? Seine neue Freundin jetzt oder wie? Und Michael hat doch gar keine Zeit. Ich meine, der ist doch beruflich immer unterwegs und eingespannt. Ich habe mich doch um die Erziehung gekümmert von unserer Tochter. Weiß denn die Mia überhaupt schon Bescheid? Haben Sie mit ihr schon gesprochen? Ich habe sie gestern angerufen, kurz, und habe ihr nur Bescheid gesagt, dass ich im Moment bei Doreen bin. Sie hat die Nacht bei ihrer Freundin geschlafen und ich habe zu ihr gesagt, sie möchte doch ganz schnell zu mir kommen, damit ich mit ihr sprechen kann, bevor sie diese Person dort sieht. Aber wissen Sie, sie darf auf keinen Fall was von diesem Partnertausch erfahren. Wie soll sie denn von ihrem Vater denken? Also Frau Heinze, ganz grundsätzlich ist es so, dass man Kinder bei einer Trennung nicht aus ihrer gewohnten Umgebung rausnimmt. Normalerweise, ja? So, und da Sie ja das hauptsächlich betreuende Elternteil sind, ja, wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie wirklich sehr gute Chancen, dass Ihnen die eheliche Wohnung bzw. das Haus zugesprochen wird. Dann habe ich noch eine letzte Frage. Wie sieht es denn aus? Gehen Sie einer Erwerbstätigkeit nach? Also die finanzielle Lage, wie ist die? Sind Sie von Ihrem Mann abhängig? Ich habe die letzten Jahre doch gar nicht gearbeitet. Seit Mias Geburt war ich natürlich zu Hause und habe mich um den Haushalt und um die Erziehung gekümmert. Micha wollte doch nie, dass ich arbeiten gehe. Gut, verstehe ich. Also dann steht Ihnen in diesem Fall auf jeden Fall Trennungsunterhalt zu. Ja, und dann die andere Sache, wie schon erwähnt, Sie haben sehr gute Chancen, in dem Haus zusammen mit Ihrer Tochter wohnen bleiben zu dürfen. So, und beide Anträge, also sprich den Unterhaltsantrag und den Antrag auf Zuweisung der ehelichen Wohnung, könnte ich heute noch beim Familiengericht einreichen, wenn Sie das möchten. Ach, wissen Sie, Micha wird dieses Haus doch niemals hergeben. Ich meine, er hat das Haus finanziert, der wird da nicht so ohne weiteres ausziehen. Ich habe da noch eine Idee. Wir können das Ganze auch unbürokratisch versuchen zu lösen, dass wir einfach direkt mit Ihrem Mann sprechen. Sie sagten, die Situation ist ja auch sehr frisch. Und es wäre auch nicht schlecht, wenn ich mir mal selber persönlich ein Bild mache von der ganzen Situation. Selbst wenn Micha auf Knien betteln würde, ich würde ihn nicht wieder zurücknehmen. Und wenn er mit dieser Tussi auch noch in unserem Haus leben will und dann auch noch mit unserer Tochter, das kann er mir ja doch nicht antun. Während Mia in der Schule ist, macht sich Rechtsanwältin Katrin Rottloff bereits eine halbe Stunde später mit ihrer Mandantin auf den Weg, um deren Ehemann zu einer gütlichen Einigung zu überreden. Ruth hat Angst vor der Konfrontation mit Michael. Schließlich ist er momentan unberechenbar. Was mit dir? Was willst du denn hier? Wen schleppst du denn hier mit an? Herr Heinze nehme ich an, ja? Ja, wer denn sehr sonst? Freundlich. Rottloff ist mein Name, ich bin die Anwältin Ihrer Frau. Mhm. Hören Sie mal, was haben Sie sich dabei gedacht, meine Mandantin einfach in Unterwäsche vor die Tür zu stellen? Schleppst du hier eine Anwältin an? Was ist denn los? Wofür? Könnt ihr gleich wieder gehen, hier zu klären. Jetzt hör mal auf, ja? Wie kannst denn du so rücksichtslos sein? Vielleicht denkst du auch einmal an Mia oder was? So, Herr Heinze, dürfen wir kurz reinkommen und in Ruhe mit Ihnen sprechen? Nee, könnt ihr nicht. Könnt wieder gehen. Also ich glaube doch sehr wohl. Entweder hier und jetzt und friedlich oder mit Gerichtsbeschluss und Gerichtsvollzieher. Ja? Also Ihnen dürfte ja wohl klar sein, dass meine Mandantin Anrecht hat auf ihre Sachen. Ja, die Hälfte des Hauses steht ja übrigens auch zu, genauso wie der Hausrat. Nee, Moment mal, ja? Nee, nichts Moment. Ich bin auch noch nicht fertig. Ja? Na dann bitte. Also, wir müssen hier klären, wer in Zukunft das Haus bewohnt, wo Mia wohnen wird. Und die Höhe des Trennungsunterhaltes müssen wir auch mal besprechen. Sind Sie fertig?
Ich habe hier keinen Klärungsbedarf. Wenn Sie welchen haben, tut mir das leid. Für mich ist alles glas klar. Das ist mein Haus, ich habe sie gekauft, also gehört es mir ganz einfach. Und meine ach so tolle Frau, ja, die ist ja wohl alt genug und kerngesund. Die kann arbeiten gehen, kann sie einen Job suchen und ihr eigenes Geld verdienen. So einfach ist es. Und so Mia, ja, da braucht ihr euch keine Sorgen machen, die kümmere ich mich schon. Ganz einfach. Du bist so rücksichtslos, Moment mal, ich will weißt in meinem du? Haus mein neues Leben anfangen. Ganz einfach, und zwar ohne dich, meine Liebe. Hör doch auf, ey. Wenn dir die Ehe egal ist, ist das eins. Ja, aber du musst doch mal an deine Tochter denken. Und ich möchte ihr meine Sachen holen. Ich will dich aber nicht in meinem Haus haben, meine Güte. Und um ein Kind kümmere ich mich schon. So, also jetzt reicht's mir. Ich hole jetzt hier die Polizei. Ja? Also, hier kann man offensichtlich überhaupt nicht reden. Ja, dann machen Sie das. Was heißt überhaupt meine Frau? Das war mal meine Frau. Ja, ich lass mich sowieso scheiden. So. Ja, Herr Heinze, dann tun Sie das. Ja, ja? Aber auch nicht vor einem Jahr. Und so lange warte ich nicht. So, kommen Sie rein jetzt. Jetzt machen Sie Platz. Hier, kommen Sie rein. Mal, jetzt euch nicht gut, oder was? So, müssen wir hin? Oben rechts im Schlafzimmer sind meine Sachen. Das ist doch mein Bademantel. Was machst denn du in meinem Bademantel? Was machst du überhaupt in meinem Haus? Du zerstörst hier die ganze Familie. Zieh meinen Bademantel aus. Ja, dein Bademantel. Entschuldigung, ich konnte ja nicht wissen, dass du so an dem alten Fetzen hängst. Natürlich bekommst du ihn wieder. So, das ist doch echt das Letzte. Kommen Sie, Frau Heinz, regen Sie sich auf. Wir gehen jetzt hoch, holen Ihre Sachen und dann verschwinden wir wieder, ja? So, und Sie, Herr Heinze, das hier war ein Versuch einer gütlichen Einigung. Und der ist ja wohl gründlich fehlgeschlagen. Sie hören von mir. Viel Spaß. Wenn Micha mich für dieses kleine Flittchen da unten eintauschen will, dann kann der mich doch nie geliebt haben. Und meine Tochter soll jetzt mit der Person unter einem Dach leben? Ich muss unbedingt mit Mia sprechen, bevor sie diese Person kennenlernt. Ruth möchte ihrer Tochter so schonend wie möglich beibringen, dass die Ehe mit Mias Vater zerbrochen ist. Aus diesem Grund hat sie die 15-Jährige gebeten, direkt nach der Schule in Doreens Wohnung vorbeizukommen. Hallo. Hi. Komm rein. Hey, Mama, was ist bei uns zu Hause los? Ich komme zu Hause an, wollte nur kurz meine Sportsachen holen. Da sitzt irgendeine Frau bei uns in der Küche und behauptet, es ist Papas neue Freundin. Sag mal, habt ihr euch getrennt? Ja, Schatzi, das solltest du aber nicht so erfahren. Ich wollte doch in Ruhe mit dir darüber sprechen. Also stimmt das, ja? Du und Papa, ihr habt euch getrennt. Ja, schon. Dein Vater hat sich neu verliebt. Neu verliebt? Hast du die mal angeguckt? Die ist doch voll jung. Und was wird denn jetzt aus dir? Ich werde erst mal ein paar Tage bei Doreen bleiben. Ey, Mama, ich habe keinen Bock, dass ich die ganze Zeit mit Papas neuer Schnalle unterm Dach leben muss. Werf die raus. Schatzi, das würde ich ja gerne. Ich würde auch gerne wieder nach Hause kommen. Aber wir haben uns so heftig gestritten. Ich muss erst mal mit deinem Vater klären, wie es überhaupt weitergeht. Ey, das heißt, du bleibst erst mal hier, ja? Ja, so ein paar Tage schon. Ich denke, das ist das Beste. Das Beste? Das Beste für dich? Aber Mama, das ist nicht das Beste für mich. Sag mal, kann ich nicht bei Doreen bleiben? Schatzi, schau dich doch hier mal um. Das ist doch total klein. Aber du kannst jederzeit vorbeikommen und ich koch dir dann was. Mama, sag mal, wie lange geht denn das schon so? Du, ich habe keine Ahnung. Ich weiß es wirklich nicht. Wie gesagt, ich muss mir erst mal überlegen, wie es überhaupt weitergeht. Ob wir uns eine Wohnung nehmen und zusammenziehen oder ins Haus zurück. Aber dein Vater muss dann ausziehen. Zusammen wohnen können wir da nicht also, mehr. Also, du und Papa, ihr habt euch jetzt wirklich getrennt, ja? Aber Mama, sag mir jetzt bitte nicht, ihr lasst euch scheiden. Schatzi. Oh, Mama. Ich denke schon, ja. Mama, nee. Mama, ich habe auf die ganze Sache keinen Bock mehr. Das kannst du mir doch nicht antun. Das ist doch total doof. Mia, bleib hier. Nee. Mia. Nein, lass uns doch in Ruhe darüber reden. Mama, ich gehe mich jetzt abreagieren. Ich schaffe das nicht. Ich habe auf die ganze Sache keine Lust mehr. Meine arme Kleine, ja, das muss doch der reinste Horror für sie sein. Aber ich kann ihr doch auch nicht sagen, dass ihr Vater so ein Charakterschwein ist, ja, und mich halbnackt vor die Tür setzt. Und all die ganzen Jahre waren umsonst. Ich hoffe ja nur, dass ich bei Gericht irgendetwas durchbekomme, dass ich wieder ins Haus kann und mit Mia zusammen sein kann. Eine Woche später landet der Fall vor Gericht und endet in einer Katastrophe. Michaels Kumpel Volker Hartgen hat ausgesagt, Ruth wäre mit ihm fremdgegangen und hätte so ihre Ehe zerstört. Ich verstehe das nicht. Die lügen doch alle. Ja, nur Frau Heinze, Sie haben es doch selber mitbekommen. Das Gericht hat der Aussage von diesem Volker Hartgen Glauben geschenkt. Das Gericht sieht jetzt die Integrität ihrer Ehe verletzt durch ihr Verhalten. Was ist denn jetzt mit dem Haus? Kann ich denn dahin zurück? Leider nein, vorerst nicht. Also natürlich werden wir Beschwerde einlegen und möglicherweise haben wir dann Glück in der zweiten Instanz und es wird aufgehoben und Sie können zurück in Ihr Haus. Ich glaube das alles nicht. Ich habe doch niemals was mit diesem Mistkerl da hinten gehabt.
Wie gesagt, ich glaube Ihnen, aber das spielt erstmal keine Rolle. Wir müssen das beweisen. Micha, du musst mir glauben. Niemals hätte ich mit dem was gehabt. Warten Sie doch mal. Wie können Sie denn da eine Falschaussage machen? Frau Heinze, es bringt jetzt gar nichts, Frau Heinze. Wirklich, glauben Sie mir. Tja, Frau Anwältin, das war dann wohl ein Satz mit X, nicht wahr? Herr Heinze, an Ihrer Stelle wäre ich mal schön ruhig. Anstiftung zur Falschaussage ist strafbar. Ja, Sie hören doch von mir. Ja. Wird auf jeden Fall Konsequenzen haben. Mein Gott, ist der oberdreist. Seien Sie froh, dass Sie bald geschieden sind. Ich verstehe das auch alles nicht. Wirklich nicht. Wissen Sie, das Problem ist ja auch, ich muss aus der Wohnung raus von Doreen. Weil Ihr Partner auch bald wiederkommt. Das ist mir klar, dass das auch keine Lösung ist auf die Dauer. Was halten Sie denn davon, wenn ich Ihnen behilflich bin bei einer passenden Suche nach einer Unterkunft? Ja? Ja, das wäre wirklich lieb von Ihnen. Und dann noch was, Frau Heinze. Also, ich bin fest davon überzeugt, dass der Herr Hartgen gelogen hat. Ja, da steckt irgendwas dahinter. Wir finden raus, was das ist. Ja? Ich glaube das auch, ja. Ich kann es nicht fassen. Ich glaube das hier einfach nicht. Ich werde hier als Schlampe bezeichnet und darf nicht mal in mein eigenes Haus. Und dieses Miststück wohnt jetzt in meinem Haus? Das ist zum Verrücktwerden. Und nach meiner Tochter und mir, ja, da fragt kein Aas. Um die Wohnsituation zu entschärfen, hat Anwältin Katrin Rudloff ihrer Mandantin bereits 2 Tage später ein kleines möbliertes Apartment besorgt. Doch Ruth kann nach wie vor nicht begreifen, wieso der Bekannte ihres Noch-Ehemanns vor Gericht behauptet hat, sie hätte mit ihm geschlafen. Bezüglich dieser Falschaussage von Herrn Hartgen, da weiß ich zwar nichts Neues, aber ich bleibe auf jeden Fall dran. Die zweite Sache ist, ich habe also bei Gericht die einstweilige Zahlung des Trennungsunterhalts beantragt. Ja? Das ist aber nicht zu verwechseln mit dem nachehelichen Unterhalt, der Ihnen dann zusteht nach der Scheidung. Bis zur Scheidung erhalten Sie Trennungsunterhalt. Der ist auch mal ein bisschen höher als der nacheheliche Unterhalt, um halt selber bei die Runden zu kommen, bis Sie einen Job gesucht haben und so weiter. Das einzige Problem, was ich habe, ist, dass Ihr Mann trotz mehrmaliger Aufforderung meinerseits die Unterlagen über seine Gehaltsabrechnung nicht übersandt hat. Also ich weiß nicht konkret, was er verdient. Und deswegen konnte ich jetzt auch den Unterhalt nur schätzen. Weil Sie hatten mir ja mal erzählt, dass Ihnen ungefähr 3.000 Euro im Monat zur Verfügung gestanden haben. Ist das richtig? Ja, genau. Und auf Grundlage der 3.000 Euro habe ich die Berechnung angestellt. Das ist dann eben so, dass da auch noch was runtergeht, wie zum Beispiel der Unterhalt von mir, der muss abgezogen werden und 2 andere Kleinigkeiten. Und von dem Rest stehen Ihnen dann 3/7 zu an Trennungsunterhalt. Ja, ich habe jetzt 850 beantragt, das ist eigentlich ein bisschen weniger als die genaue Berechnung, aber wir sind dann auf jeden Fall auf der sicheren Seite, Frau Heinze, ja? Oh, ich muss mich erst mal kurz setzen. Sie meinen 850 Euro? Ja. Wie sich das Leben ändern kann, ne? Ja, Frau Heinze, aber Kopf hoch. Es ist besser als nichts. Haben Sie denn schon mit Mia gesprochen? Ja, das habe ich gemacht, klar. Ich habe auch mit Michael gesprochen. Sie wird erst mal da wohnen bleiben, weil schauen Sie sich hier mal um. Ich habe eine Einzimmerwohnung und wir müssten zusammen in einem Raum schlafen und das wird nicht gut gehen. Ne? Ja, ist auch besser so, denke ich, weil ja, sie aus ihrer gewohnten Umgebung zu reisen, macht keinen Sinn. Also um das Sorgerecht für Mia kümmern wir uns im nächsten Schritt. Jetzt ist wirklich erstmal die Jobsuche vorrangig. Das ist natürlich ein ganz schöner Einschnitt im Leben von Frau Heinze, aber sie wird das schon meistern. Ich werde mir jetzt mal Volker Hartgen näher ansehen, weil es muss einen Grund geben für seine Falschaussage. Und um das rauszufinden, werde ich mir mal einen persönlichen Eindruck von ihm machen. Weil warum soll er meiner Mandantin schaden wollen? Sie kennen sich ja schließlich gar nicht. Rechtsanwältin Katrin Rudloff spürt instinktiv, dass mehr hinter der Sache steckt und will Volker Hartgen so schnell wie möglich auf den Zahn fühlen. Um den Grund für seine Falschaussage herauszufinden, überrascht sie den Catering-Unternehmer nachmittags bei der Arbeit. Na, guten Tag, Herr Hartgen. Ist ja ein ruhiger Tag für Sie heute, was? Ja, warum? Ich meine nur, keine Gäste, kaum Mitarbeiter. Und ich bin persönlich gekommen, um mit Ihnen zu reden. Und ich wollte mich auch so mal ein bisschen umsehen hier, gucken, was so los ist. Also, das brauchst du ja nicht zu interessieren. Und brauchen Sie sich auch keine Sorgen machen. Und ich wüsste ehrlich gesagt auch nicht, was es noch zu besprechen gibt. Ich habe von Herrn Heinze die Aussage bestätigt. Ja, und somit gibt es nichts mehr zu sagen, bitte Frau. Moment, das sehe ich anders, weil es gibt Ihre Falschaussage, Herr Hartgen. Was? Damit bin wieder ich noch meine Mandantin durch. Was denn für eine Falschaussage? Das hat Ihnen doch die blöde Ruth eingetrichtert. Gibt keine Falschaussage, auch wenn Sie nicht glauben wollen. Ja? Die Frau ist nicht so das Unschuldslamm vom Lande, was sie vorgibt zu sein.
Ne? Ist nicht so. Ja, was Sie nicht sagen. Woher kennen Sie eigentlich meine Mandantin so genau und wie lange schon? Pff, ist doch völlig egal. Also wir kennen uns und wir hatten kleine Tete-a-Tete miteinander, falls Sie verstehen, was ich meine. Ja, sicher, ich verstehe genau, was Sie meinen. Nur ich frage mich allen Ernstes, ob es nur verletzter Stolz ist, weil sie nicht mit Ihnen ins Bett wollte, dass Sie lügen, oder was? Ob mehr hinter Ihrer ganzen Falschaussage steckt. Das ist ja totaler Quatsch, ja? Also ich sag Ihnen mal eins, ja, wenn Sie genau wissen wollen. Als ich das erste Mal auf diese Frau getroffen bin, ja, fand ich die überhaupt nicht scharf. Ja? Am liebsten weg wäre ich gegangen. Ja? Aber die hat sich doch wie so eine hungrige Löwin auf mich gestürzt. Sie konnte kaum die Finger von mir lassen. Die hat doch richtig jetzt nötig gehabt. Was Sie nicht sagen. Ist klar, Ihnen kann niemand widerstehen. Ja, aber träumen Sie ruhig weiter. Zurück zur Sache. Woher kennen Sie Herrn Heinze? Wissen Sie was, wir kennen uns halt. Und damit ist jetzt gut, ja? Ich habe nicht so viel Zeit. Ich habe noch einen Termin. Ja? Lassen Sie gut sein. Tschüss. Sieht zwar nicht danach aus, aber wenn Sie meinen. Sagen Sie mal, kennen Sie den Herrn da draußen, mit dem Ihr Chef gerade streitet? Ja, das ist Herr Ilgen. Herr Ilgner? Ja, ja. Und wo finde ich den? Ist der hier irgendwie in der Nähe? Arbeitet der hier? Wohnt der hier? Kommt der öfter? Das ist unser Stammkunde. Der hat ein Büro für Umwelttechnologie. Ja, ja. Gut. Vielen Dank. Wiedersehen. Ich vermute, dass die Auftragslage hier ziemlich schlecht ist. Man muss sich ja nur mal umsehen. Hier ist absoluter Totentanz. Daher denke ich, dass Geld eine Rolle gespielt haben könnte bei der Falschaussage vor Gericht. Ich werde auf jeden Fall einen Termin vereinbaren mit diesem Herrn Ilgner. Möglicherweise kann der mir einiges über Herrn Hartgen erzählen.